Chemie ist überall. Wie kaum eine andere Wissenschaft hat die Chemie viele Lebensbereiche des Menschen beeinflusst und entscheidend zum heutigen Lebensstandard beigetragen. An der Technischen Universität Kaiserslautern forschen 6 Lehrgebiete mit 15 Arbeitsgruppen daran, diese Erfolge noch weiter auszubauen. Die anorganische Chemie beschäftigt sich mit der Bedeutung von Metallen für lebende Organismen, mit der Beschleunigung von chemischen Reaktionen durch Metalle und mit den Eigenschaften metallhaltiger Materialien. Als moderne Wissenschaft ist die anorganische Chemie sehr interdisziplinär ausgerichtet. Zur erfolgreichen Bearbeitung der hochaktuellen Forschungsthemen werden moderne Methoden der anorganischen und organischen Synthesechemie, zeitgemäße physikalische Charakterisierungsmethoden und theoretische Berechnungen eingesetzt. Im Fach technischer Chemie werden die Grundlagen für die Übertragung von chemischen Umsetzungen vom Labor in Produktionsabläufe gelehrt. Hierzu gehören insbesondere die Auswahl geeigneter chemischer Reaktoren sowie die Entwicklung von Katalysatoren, die die chemische Reaktion möglichst umweltverträglich ablaufen lassen. Die Chemie der Kohlenstoffverbindungen. Sie steht der Chemie des Lebenden, der Natur und der Materialien vermutlich am nächsten. Im Blickpunkt stehen Fragestellungen, nach welchen Prinzipien sich Moleküle für chemische Reaktionen auswählen und mit welchen Katalysatoren neue stoffliche Umwandlungen zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe realisierbar werden. Die Lebensmittelchemie und Toxikologie untersucht die Wirkungen von Inhaltsstoffen unserer Nahrung. Im Fokus stehen präventive Effekte gegenüber ernährungsassoziierten Krankheiten oder schädliche Wirkungen von Verunreinigungen wie Dioxinen. Untersucht werden beliebte Lebensmittel wie Kaffee, Obst und Gemüseprodukte. Die Biochemie beschäftigt sich mit Fragen zum Wirkmechanismus von Enzymen, dem Nachweis und der Verhinderung von oxidativem Stress und sucht nach Wegen zur Therapie von Autoimmunerkrankungen. Die physikalische Chemie beschäftigt sich mit spannenden Eigenschaften von Molekülen wie die Analyse ihrer Struktur, ihrer Reaktivität, ihres Spins und ihrer physiologischen Bedeutung. Hierzu verwenden wir hauptsächlich Laserspektroskopie und Massenspektrometrie.